Ja, Max! Was ist denn nun los? Bist du unter die Hobbygärtner gegangen? Nee. Am Verteiler Süd ist ein holländischer Lastzug umgekippt. Und die von der Straßenmeisterei, die räumen die Pflanzen den Bulldozern weg. Das muss ich mir mal vorstellen. Ja, und jetzt spielst du den Retter der bedrohten Natur. Ich schaff das Kanickelfutter hier raus. Das ist kein Kanickelfutter, das sind zarte Blümkes. Außerdem kann man die nicht wegschmeißen. Ich stell sie da rüber. Entschuldige. Also zum Wegschmeißen sind sie nur wirklich zu schade. Scheiße, vertippt. Was ist denn jetzt los? Sind wir hier im Gewächshaus? Das wäre doch schade drum, ne? Ich meine, ich hab noch die spanischen Keramiktöpfe, weißt du? Da, wo der Typ von der Impexa das Lager angezündet hat. Die habe ich noch. Da würden die doch gut reinpassen. Was meinst du, Mann? Ich weiß noch nicht, ob die hier so gut reinpassen. Aber ich bringe ja alles sofort wieder raus. Weißt du, die sind so empfindlich. Hab nur eine geschützte Stelle für die Nacht gesehen. Such dir eine geschützte Stelle auf der Müllkippe. Aua. Na, bist du sicher, dass du noch bei der Polizei ist? Die Idee ist gar nicht schlecht. Ich habe immer gesagt, wir sollten hier in dem Bunker eine Champignonzucht aufmachen. Komm, Faber, sei doch mal einen Moment ernst. Ich glaube, ich habe da was in meinem Privatarchiv. Mensch, jetzt hör doch mal zu! Morgen. 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 Herr Kühn, lassen Sie mich doch einen Augenblick mal mit Faber allein, ja? Faber, das ist wichtig. Später, Mann, später. Sei ich, Max, später. Blauer Edelweiß, was? Vergiss mal, Nico, der fleißige Liesen, ich hab keine Ahnung. Wenn mich einer sucht, ich bin am Klo.